get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einer neuen Reaction. Dieses Mal 20 Männer versus 2 Baddies von Yusi. Yusi, Kanallegende, die Videos. Kanallegende, die Videos, Chat. Kanallegende, die Videos. Ihr wisst selber. Ja, lasst mir gerne Like, Kommentar, Abo, da kommt gerne in die Streams. Lasst ein Follow auf Instagram, da sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, Slums up, wir gehen ins Video rein. Baby! Hey, man! What's good, YouTube? So, for you, Z. Stand the man. Stand the man. Nein. Knusprig und knackig. Banger! Die zwei stehen hier so daneben und denken sich, warum bin ich hier gekommen? Video, yes, sir! Wir haben heute ein neues Format für euch, und zwar 20 vs. 2. Stellt euch erstmal kurz vor. Ich bin Liana. Okay. Letizia. Wie alt seid ihr? Und aus welcher Stadt kommt ihr? No front, Letizia ist so ein richtiger, so, wie soll ich den Namen beschreiben? Wie soll ich den Namen beschreiben? Letizia, so, tote Baddies. Letizia ist so ein Name, so ein Freakel. Ja, es ist wirklich so. Ich bin 19 und ich komme aus Ulm. Same. Was ist euer Teil? Babyface, groß. Nicer Style, Tattoos, Schmuck. Sie weiß was. Tamam. Noch mehr, komm. Mein Type ändert sich alle 2 Wochen. Ist es gut oder schlecht? Was ist dein Type heute so? Mm. I don't know. Okay, sehen wir dann. Basically haben wir 20 Jungs für euch. Ihr dürft euch einen glücklichen aussuchen. Es wird verschiedene Runden geben, aber das erklären wir heute. Genau, Gegenteil von Daniel. Alhamdulillah, ich kann damit leben. Der Gewinner kriegt euch bei dem Doppelpack so. Nein. Die suchen beide so einen aus. Weißt du, was ich meine? Achso, für jeden einen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Type of Waste ist. Achso, okay, ich hab nur gesagt, die kriegen 2. Aber sie hat low-key coole Fits, so diese Dinge. Die Hose könnten auch ein bisschen breiter sein an der FAU. Egal. Na, das ist crazy. Nein, es wird heute 2 Gewinner geben mit der Starten einfach. Seid ihr ready? Ja. Bam. Absolut, ja. Das ist für euch. Der Erste kann reinkommen. Hallo. Ich bin Jasper. Das war's, Chess, war's. Totes Intro jetzt, warte. Der Erste kann reinkommen. Hallo. Ich bin Jasper, 19, Basketballer und ich bin offen für. Das war's. Ich bin Jasper, 19, Basketballer und ich bin offen für Jasper. Es geht, ich bin Jasper und ich bin offen für diese Dreier-Ulbe. Ex-Beziehung. Und ich bin offen für diese Ulmer Dreiecksbeziehung. Blatt könnte sie nicht handeln. Interessant, okay. Ja, so. Ich mag auch Blondinen und so gut gebräunt. Ich stehe auf Karamell. Da ich so. Bin ich weiter? Ja. Okay, Jasper in the mat, Digga. Das war. Jasper ist finished. Okay, jetzt einfach los. Hast du gespannt? Okay, krass. Hallo, ich bin Bachelor, ich bin 20. Wie alt seid ihr? Wie heißt ihr? Beide 19. Ich bin Letizia. Seid ihr Geschwister oder so? Warum kommt ihr so? Die sehen sich null ähnlich, was für Geschwister. So als Doppelpack? Wir sind immer als Duo, uns gibt's nur im Duo. Immer? Ja, immer. Ja. Das kommt hart, da ist ich will. Immer zu zweit ist gut. Ja, gibt's noch irgendwelche Infos so? Soll ganz kurz sein, rechts oder links. Ah, okay. Perfekt. Was ist denn passiert? Was ist gut? Ich bin Jerome, 19 Jahre alt, komme aus Kehl am Rhein, Grenze Straßburg. Dein Schuh gefällt mir auf jeden Fall. Danke. Sagt ihr Girls? Leider nicht. I'm sorry. Er ist sogar einer der normaleren, Digga, ja. I'm sorry. Egal, wie racist irgendwie so. Ey, Dan hat gesagt, ihr seid racist. Oh, der Blick lang. Nee, das lag an den Haaren. Das lag wirklich an den Haaren. Okay, hi, bin Prince, komm aus Berlin. Ach nee, Digga. Jetzt ist der Erion wieder zurück, Digga, ja. Berlin, bin 22, studiere und ja, reise gerne in meiner Freizeit. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber man könnte zusammen reisen. Safe ist crazy. Safe ist so dieses gewonnen. Ich hab doch gewusst. Was geht? Wie heißt ihr? Liana, Letizia. Ah, ich bin Tom, wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? 19. Alter, ich bin auch 19. Nicht so nah halten. Nicht so nah? Mm-mm. So auch okay? Die gibt ihm Anweisungen, die macht die zum Chojo-Clan. Ich bin gerade nach Frankfurt gezogen. Ich mache duales Studium zum Fitnesstrainer. So. Ja, ihr seht gut aus. Danke. Yeah. Gehörst du da weiter? Nein. Digga, wie radikal kam denn dieses Nein? Wie trocken, hä?
Alles gut, Bruder Herzens. Du bist hier herzlich willkommen in Frankfurt. Du hast meinen Rücken. Ich würde ihn weiterlassen. Ja, cool. Weiter. Ja, weiter. Lass ihn, ey. Der bleibt drinne. Nochmal schade, dann will ich Was geht ab? Ich bin Tristan, ich bin 20, ich komme aus Hamburg und ich mache Beats. Oder du machst nicht nur Beats, du tickst auch. Der Typ ist Läufer. Okay, sorry. Damn, wieso? Digga, was sind denn die so trocken, Land? Aus Hamburg und ich mache Beats. Okay, sorry. Das Schlimmste, was sie sagen könnte, ist nein. Sie sagt einfach sorry, Bruder. Sorry ist crazy. Damn, wieso? Ich finde, er sieht zu jung aus. Jung? Ja, ich finde, du siehst sehr jung aus. Ich bin 20. Irgendwie so aus wie so aus irgendeiner Kinderserie, die ich früher mal geschaut habe. Hey, was geht? Mein Name ist Will. Yo, was geht? Mein Name ist Will. Ich bin Musiker und Sportler. Was mit Will seiner Stimme? Alles gut? Yo, was geht? Mein Name ist Will. Ich bin Musiker und Sportler. Okay, leider nicht. Sorry. Hi. So, Girls, los. Mach weiter. Ich mag den Style nicht. Also, Trainingsanzug Form Angels gefällt mir gar nicht. Eigentlich, wir haben wirklich Outfit. Wir haben ein Dresscode. Wir haben Dresscode. Dresscode. Bruder hat den Dresscode nicht erfüllt. So. Ja, allein deswegen müsst ihr schon raus sein, Leute. Ja. Ich bin Niklas, bin 19 Jahre alt, singe gerne. Also nicht Rap oder singen, sondern singen. Ja. Die sagen ja? Ja, bleib drinnen. Okay. What? Okay. Digga, Chat, ein Luftstoß und das war's mit Niklas. Die Haare fliegen nach hinten und die Stirn wird exposed. Ich wusste, dass du ja da bist. Ich hab das Tattoo gesehen. Das lag am Tattoo. Ich schwöre, er ist. Egal, Gesicht, er ist Hauptsache Tattoo. Hallo? Hallo. Hi. Mein Name ist Markus. Okay. Wie heißt ihr? Liana und Letizia. Letizia? Ja. Woher kommt ihr? Aus Ulm. Woher? Ulm. Mhm. Ah, okay. Wie alt seid ihr? 19. Einer schreibt Notches, jetzt habt ihr übertrieben. Und du? 19. Ich bin 18 geworden. Okay. Nicht so viel Chinchel, die müssen zum Punkt kommen. Ja, nee. Also nein. Wir sind nein. Nee. Nur zu jung? Ja. Mehr ist es nicht? Ja. Boah. Okay. Ich würde niemals was mit einem Jüngeren anfangen. Okay. Deswegen, nimm's nicht persönlich. El Shorty sagt, ja, Dan. Nimm's nicht persönlich. Nächster. Okay. Es geht ab, ich bin Mo, 21, komme aus Koblenz. Ja. Du bist weiter. Jawohl. Heyo! Also das ist ja, also, jetzt mal Justin. Justin ist hart. Die sagen einfach Justin. Ey, das Ding ist, das ist ja so übertrieben oberflächlich so, wenn man es mal so betrachtet. Das ist mal ohne Spiel, ohne Spaß, ne? Ist ja übertrieben oberflächlich. Ey, hallo, Liana. Adnan. Hallo. Hi. Oh, Adnan. Ja, ich finde, ja, oha, Digga, tschüss. Digga, die waren ja gerade wirklich erleuchtet und so. Ja, weiter. Oha. Adnan, der Gigolan, weil er selbstbewusst ist. Real Talk, ne? Hi, schönen guten Tag. Woher kommt ihr? Aus Ulm. Wie alt seid ihr? 19. So jung. Oh. What the fuck? Aber er hat's clever gemacht, Chat. Er hat es clever gemacht. Chat schreibt Malle Kalle. Er hat es aber clever gemacht, Chat. Hallo. Hi. Netto Noah. Ja, ich bin Noah. Ich würd ihn weiterlassen. Echt? Ja. Ja, ich würde ihn auch weiterlassen, ne? Ich bin so fresh, der Text. Ja, okay. Der erinnert mich voll an. Im Skinny, mit der Skinny Bracker. An deine Ex? Nein. An jemand, der gut aussieht, ne? Ja. Okay, ja. Easy. I love you. Digga, es ist so geil. So die Streamer hier, Netto Noah ist ja auch ein Streamer, Shoutouts an ihn. Die sind alle so Ding, wisst ihr? Ist so, die sind so alle so weird in real life, weißt du? So. Das Ding ist, wenn ich so bei diese Formate bin, ich mache ein bisschen so Show und so, weißt du? Aber die sind so richtig so, weißt du? Fake confident, die sind gar nicht confident irgendwie. Was ist los, Jungs? Hi. Hi. Wer seid ihr? 19, du? 18. Okay. Hi. Der Typ hat sich ready gemacht, sich gefreut auf die Folge, kommt rein nach 2 Sekunden. Hade. Hi, ich bin der Jenny.
liebe dieses Format, ne? Die Jungs fühlen sich so immer so unangenehm, weißt du? Er kommt da rein. Hi, Jenny. Digga, was ist los, Jungs? Hi. Ah, ihr Blick, Digga. Von der Jenny. Ihr Blick, Chat, ihr Blick jetzt. Hi. Oh. Verdammt. Girls, was ist das Alltag hier von den Jungs bis jetzt? Sympathisch. Sympathisch. Ja. Ist da schon ein dabei, wo ihr denkt, der wäre was für mich? Was sagst du? Jetzt rein oberflächlich, nein. Aber es geht ja nicht nur ums Aussehen. Mies doch sogar. Digga, die erste Runde bestand doch aus dem Aussehen, Digga, hä? So ein Favoriten bis jetzt. So. Dazu hat man noch zu wenig gesprochen. Ja, okay. Dann ist nämlich schon in der zweiten Runde. Die Jungs kommen jetzt rein. Mhm. Und ich stelle mir Fragen, entscheiden, ob die noch da bleiben wollen oder nicht. Okay. Reicht! Na, die entscheiden. Die entscheiden. Unsere Antwort. Ja. Genau. Ah, ja. Okay. Hallo, da bin ich wieder. Ich soll euch jetzt eine Frage stellen, richtig? Genau. Okay, was sind eure Hobbys? Was macht ihr so gerne in eurer Freizeit? Reiten. Okay. Aber keine Pferde. Jo! Die macht einfach ihre eigene Freundin zum AD. Yo, what the fuck? Ja, wenn wir schon in die Richtung gehen, kann man ja schon fragen, ne? Na? War ich nicht vorbereitet. Also ihr könnt gerne aufspringen, ich kann euch gerne begleiten. Beides. Okay. Ja, beides schön. Das kann beides sehr schön. Oder wir es gerade beide gleichzeitig. Also du beseitigst das? Ja, beides. Wir sind im Urlaub sogar wirklich ein schwarzes und ein weißes Pferd. Ja, ich bin ein schwarzes Pferd geritten. Anderswo. Achso, ich bin ein weißes Pferd geritten und sie ist ein schwarzes Pferd geritten. Ha! Hallo nochmal. Hi. Hallo. Würdet ihr, wenn ihr jetzt in einer Beziehung wärt, auch mit der Person das Land verlassen zum Beispiel? Direkt. Nein. Direkt. Niemals. Direkt. Mhm. Okay. Auf gar keinen Fall. Willst du bleiben? Kannst du noch eine Frage stellen, wenn du dir unsicher bist? Ich würde noch bleiben, ja. Okay. Okay, komm mal, letzte, also gerade erste Runde. Hast du gesagt, du würdest mich weiterlassen, aber du nicht. Wieso? Hättet ihr mal von das gerade von 1 bis 10? Dann scheiß doch erstmal auf sie und fokussier dich auf die Person, die dich will. Scheiß auf sie, ist crazy. Alter, was würdest du mich raten so mäßig? 7? Nein. Weil du bist nicht so groß. Ah, okay. Aber das ist nicht so schlimm, das ist ehrlich nicht so schlimm. Groß bist du, Bro? 7 ist crazy. Chat, würdet ihr euch mit einer 7 von 10 zufrieden geben? Nee, ja. Erst ab 8,5? Ich würde sagen, bei mir erst ab... Ja, ich würde sagen, erst ab 8. 1,83, 1,84, irgendwie so. Groß bist du? Ich glaube, ich bin 1,68 jetzt. Alter. Aber ich habe gerade ein bisschen höhere Schuhe an, deswegen vielleicht haut es sogar noch relativ gut hin. Ja, safe, safe. Aber mit hohen Schuhen bin ich dann... um einiges größer. Aber nicht als aber ich, nicht größer als ich so mäßig. Ach, ich glaube schon, mit hohen Schuhen. Ja, tamam, Digga, eine zieht Schuhe an mit 5 Meter Absatz. Chill mal ein bisschen jetzt. Das ist crazy. Ja, bist, Bruder, sabbert die. Man sieht es schon hier, so du bist einen halben Kopf größer als sie. So. Ehrlich? Ja, also der ist ehrlich nicht so klein. Ich habe auch nur eine 7 gegeben, weil du einen Bart hast. Ich mag Babyface und ich glaube, mit... Also ohne dein Bart könntest du safe auch eine 10 sein. Wenn ich so shave, bin ich 10. Ja, ja. Das ist crazy, das ist crazy. Was sagst du? Das ist crazy, Chat, das ist crazy. Würdest du gerne noch drin bleiben oder? Ja, ich bleib noch. Keine Frage. Digga, er bleibt einfach noch drin, obwohl die ihn ja so 7 von 10, wenn er 7 von 10 noch selber drinnen bleiben, Digga, ich würde aus Selbstachtung vor mir selber sagen, hade. Rasier dir deinen Bart bis zur nächsten Runde, bitte. Hallo. Nein. Meine Frage ist, muss euer Freund, Mann, Führerschein haben? Nicht unbedingt. Wir holen dich gerne ab. Okay, danke schön. Ja. Loki, ich kann auch so Lastwagen fahren, so ich kann so... Ja, bist du uns einfach... Also, warum ist Jasper immer so awkward? Ja, warum ist er denn immer so awkward? Alter? Ja, Ladies, ich kann auch gerne Lastwagen fahren, so Loki, type shit, so... Was ist denn mit Jasper los, Digga? Ich kann euch so mal 10 hinten mitnehmen, so Loki, so eure Familie mit in den Urlaub mitnehmen, so, also... Ja, du genießt es einfach, Passenger Princess zu sein. Ja, okay. Finde ich auch gut. Irgendwo gefahren werden, ein bisschen auf Chauffeurbasis, okay. So Passenger Princess und Teilchen. Auf D, du bist mein Bitch, Teilchen. Hey. Bitte da hinten. Bei Loki, so. Pass auf. Loki, ich mag es Loki genommen zu der Schwarzen. Tschüss. Also ich habe Loki einfach nur eine Frage, und zwar eurer Meinung nach, wer zahlt beim ersten Date? Der Mann. Der Mann? Ja. 100% der Mann. Warum der Mann? Wenigstens ist sie ehrlich, Chat, ja. Aber dieses so 100% der Mann. Wenigstens ist sie aber ehrlich, guck mal. Es gehört sich so. Es gehört sich einfach so, weil es dann offiziell ein Date ist.
Ja, okay. Ganz gut. Okay, wenn sie zahlt, kein Date. Chat, ich gehe mit ihr nach Paris, aber wenn sie zahlt, kein Date. Wenn diese Rechnung kommt und er sagt, ja, getrennt. Aber dann sieht er mich nie wieder. Hey, ich würde einfach sagen, hey, ich dachte, wir sind keine Freunde, aber okay. Nee, gebe ich. Also ich. Dann sieht er mich nie wieder, ist crazy. Ich wollte es nur wissen, weil ich zahle auf jeden Fall beim ersten Date so. Aber ich frage immer nur vorher, weil wenn sie es schon sagt so. Deswegen, ja, aber alles gut, ja. Bleibst du drin? Ja, ich bleib drin. Hast du noch einen Fest an den Schaulis? Ja, auf jeden Fall. Deine Mama hat dich gut erzogen. Ja? Hey, W-Mom, W-Mom. Nennt mir ein Buch, das ihr gelesen habt, außerhalb von der Schule. Boah, das ist eine krasse Frage. Ein bestimmtes? Irgendein Buch, was ihr gelesen habt, wenn es da überhaupt eins gibt. Ich habe auch viele Bücher gelesen, aber was mir als erstes einfällt, wäre jetzt Verity. Danke, Marco. Ich glaube, das wird dir nicht sagen. Why Men Love Bitches. Was für ein Buch? Ich glaube, das wird dir nicht sagen. Bei mir Why Men Love Bitches. Okay. Warte, was? Why Men Love Bitches. Okay, warte, das ist ein guter Übergang zu meiner zweiten Frage. Was ist euer Bodycard? Er kommt gerade einfach von, pass auf, er geht gerade einfach von, welches Buch lest ihr außerhalb zu, was euer Bodycount, jetzt der Blick richtig überfordert, fuck, was sag ich jetzt, lüge ich jetzt oder sag ich, warte, die Reaktion ist Gold. Oh mein Gott. Ich werde mich nicht dazu äußern. Mann. Ich finde, eine Frau wird nicht nach ihrem Bodycount reduziert. Unter 5? Ja, safe. Jungfrauen, wir sind Jungfrauen. Das ist kein Ich auch. Bist du eh richtig, genau. Ja. Wir schauen uns mal die dritte Runde an. Bei der dritten Runde entscheiden wir aber. Ja, ja. Okay, meine Frage ist, wer hat die so... dabei bei erstes Date im Gerichtssaal? Also so öffentliche Anhörung und wir hören so zu, wir schauen zu. Ja. Hä? Was ist denn das jetzt? Ja, cool. Definitiv. Sagt ihr? Okay. Safe, ja. Ja. Perfekt, dann passt. Safe. Easy. Ich meine, was sagt man lustig? Ganz kurz mal, darf ich mal fragen, bevor du deine Frage stellst, wie gefallen dir die Shorties optisch so? Also ich finde die echt hübsch so, sage ich ehrlich. Also beide gleich hübsch, würde ich sagen. Ja, und jetzt stelle ich einfach eine Frage. Ja. Okay, geht ihr feiern? Ja. Wie, sie nein und sie ja, wenn ihr mal als Doppelpack kommt. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, also ich bin W-Argument? Feiern gegangen, aber also ich fühle es gar nicht mehr. Könnt ihr kochen? Ja, natürlich. Ja? Was denn? Nudeln alles. Mit Ketchup. Nudeln mit Ketchup, Chat. Die packt euch an Weihnachten eine Knackwurst mit Kartoffelsalat hin. Halle. Kann ich nicht, sorry. Geht nicht. Kann ich nicht, sorry. Für mich tot, Chat. Für mich tot, ihr wisst selber. Ja, okay. Okay, dann benutzen wir Doppelpack so. Wisst ihr, was ich meine? Schlau, sie kocht, sie macht dann andere Sachen so. Tief Scheiß. sorry, dass ihr so denkt. Ich habe eigentlich so family-friendly gedacht. So. Okay, Bruder, was sagst du? Bleibst du drin oder? Also, ich bleib drin. Ich finde Shorties sehr korrekt und sehr hübsch. Shorties? So nennst du deine Ladies? Chat, es soll viel, also wirklich, es kann viel, ich werde eine Frau nie Shorty nennen, damit das klar ist. Bitte, macht es auch, nennt niemals eine Frau Shorty. Das ist meiner Meinung nach so das unangenehmste und cringeste, was du machen kannst. Ja, okay. Fandet ihr die Fragen von den Jungs? Ich fand's okay, aber ich finde, man hätte noch so ein bisschen tiefer gehen können. Ja, es kommt ja also das später. Mit dem Buch fand ich gut. Ja. Das fand ich cool, aber das danach hat halt mies reingeschissen. Was war danach? Das mit dem Bodycount. Also. Ja. Ja, das hat Loki ein bisschen reingeschissen, Bruder. Er kommt von Buch auf Bodycount. Das war Space reingeschissen. Ja. Ich dir so zu früh, um so sofort zu fragen. Ich bin unsympathisch. Okay. Ja, okay, kein Problem. Ihr wollt ja die Jungs mehr kennenlernen. Deswegen die dritte Runde, ihr stellt die Fragen. Die maximal sagen wir drei Fragen stellen, aber am besten eins, zwei Fragen. Oder dann sagt ihr, ob ihr zweite sind oder ausgehen. Ganz kurz, müssen die mal zusammen entscheiden oder können die auch sagen, eine... Ihr müsst nicht zusammen entscheiden. Also, ihr geht ja beide mit einem Jungs aus. Ich bin bereit für den Fragenhagel. So. Ich bin bereit für den Fragenhagel. So. Dieses immer so. Achtet mal darauf, wie Jasper wirklich nach jedem Satz immer so sagt. Pass auf. Darf ich dich was Persönliches fragen? Kommt drauf an, aber ja. Was für eine Beziehung hast du zu deiner Mutter? Gut, also... Iowa Pet. Für mich ist... Wie rein. Die erste Frau bei mir. So. Wie viel Geld? Habt ihr gehört? Checkt ihr? Für mich ist das die erste Frau bei mir. So, bei mir ist es die erste Frau. So. Immer. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Bro, das letzte Mal, als ich gecheckt habe, so, ich musste so scrollen zur Seite, weil die Nullen kamen nicht draufgepasst. Oh. Zeig, wie viel?
Jetzt? Ja, ich habe App nicht auf Handy. Da ich, was machst du denn beruflich? Ich streame so, also auf Twitch und so. Ah, okay. Also, kennst du so Kai Cenat und so? Egal, egal. Und damit verdienst du dein Geld. Okay. Und das wirst du für immer machen? Schon so, so meine Passion. Okay. Aber generell irgendwas Kreatives. So. Okay, ja. Okay, also sagt ihr, könnt ihr jetzt schon entscheiden oder braucht ihr noch eine Frage? Ihn weiterlassen. Bleibt. Ja, ja, der Streamer ist gut so. Hast du schon mal etwas kriminell? Fährt Prince einen Porsche oder warum hat er sein Hemd so jetzt auf einmal so? Hä? Hä, der Pulli sah mies hart aus, Digga. Lass den noch an, Digga. Er will Arme zeigen, macht er clever. Gemacht? Wenn ja, was? Ach nein, ich doch nicht. Nein, nein. Langweilig. Okay. Langweilig. Langweilig. Bist du Drogendealer? Also, nein, nein, nein. Oh, hart. Nein, also... Schade. Also ich hab nichts Schlimmes... Was? Sie sagt auch noch schade, hä? ...gemacht, ne? Ja. Yeah. Also wegen uns hast du sagen, was du willst. Du musst nur wissen, was... Kannst du mal dein T-Shirt ausziehen? Damn. Verdammt! Was? Direkt T-Shirt ausziehen? Aber wenn er das fragen würde, direkt wieder sexuelle Belästigung oder was? Nein! Er hat auf diesen Moment gewartet. Ach, Mann. Let's go! Jetzt noch eine Magic Mike Show dazu? Nee. Er hat gute Form. Bro, warte, du musst. Geh ein bisschen mehr rein. Geh ein bisschen mehr rein, okay. Okay, ja. Hi. Okay, ich würde sagen. Hä, das wäre mir überunangenehm. Wir sagen erst weiter, oder? Jetzt mal ein bisschen. Pose, Pose. Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier kein Gymster oder so, ne? Ich trainiere aber, weil ich fit sein will. Na, ich muss euch ja irgendwie beschützen. Ne? Ja, guter Punkt. Echt stark, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, na, ich muss trainieren. Also, ja. Na, also ich hab, wenn ihr sagt, ihr könnt sagen, Prince Stramm. Kann euch Rücken geben. Ne? Also, safe. Stramm. Safe, sehr stark. Bewertet mal seinen Körper von 1 bis 10. 9. 9. Digga, super, super Körper, ernst. Dankeschön. Ich mach 8,5. Was sagst du? Bewertet mal die beiden kurz von 1 bis 10. Let me get a spin real quick. Can I get a little spin? Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Wie lange habe ich das nicht mehr gehört, Chat? Ich habe gerade eine Gänsehaut. Chat, ich habe gerade ein Nostalgiegefühl in mir. Oha! Er hat sein Shirt ausgedrückt. Ich habe eh nichts. Ach, die macht keinen 360? Nein. Oh. Warte. Let me get a spin real quick. Nein! Die wollte sogar machen, ne? Die, ernst, die wollte... Warte mal, Chat. Die wollte sogar machen, wa? Let me get a spin real quick. Nein! Die wollte sogar machen. Oha! Er hat sein Shirt ausgedrückt. Ich hab eh nix. Ich hab eh nur was Lockeres. Ja, das heißt ja okay. Yeah! Dankeschön. Okay, du bitte? Ja, okay, für meine Dieselpants. Ja? Okay. 10. 10. Okay. Dankeschön. Okay. Fuck off. Erst weiter, ja. Okay. Dankeschön. Okay, ich bin vorbereitet für euch, für eure Fragen. Okay. Ist dir irgendwann mal was passiert, das dein Charakter grundlegend verändert hat? Und wenn ja, was? Low-key so, mein Dad war locked up, so. In prison, oder? Ja. Sag doch einfach, dein Vater war im Gefängnis, ja, locked up. Aber jetzt ist er frei. Okay, und das hat dich verändert? Ja. Okay. Er hat da gemacht. Hast du eine Beziehung zu deinem Vater? Ja, ja. Schaust du so zu ihm hoch? Ich mag den halt. Mhm. Ich mag den halt, als wäre so ein Kollege. Okay, was ist das Toxische, was du bis jetzt in einer Beziehung gemacht hast? Oder zu einer weiblichen Person? Okay, einfach das Toxische, was du bis jetzt gemacht hast. Das Toxischste, was ich jemals gemacht habe? Also ich habe mal mit einem Girl vereinbart, dass wir so... Dass ich so mit anderen noch was machen kann, so. Ja, aber ihr wart ja nicht zusammen, oder? Nein, nein, aber... So mäßig, die fand das okay. Durfte sie mit Tod. Anderen was machen? Ja, nein, sie durfte nicht. Das so. Ist nicht toxisch. Aber sie ja, war ja einverstanden. Ja, okay, hä, schlaue Mädchen hier, schlaue Mädchen. So. Die haben selber nichts im Kopf. Erstes Date, was machst du mit ihr? Also, ich würde euch beide so auf Schokotorte einladen, so auf süß. Ja, ich mag Schokolade nicht so, aber... Weil dann kannst du, keine Ahnung, Erdbeertorte ja, so. Ja, ja. Okay, ja, das, ja, das, das hab ich noch nie gehört. Oh, Patrice, danke, Bro. Ja, aber lass doch lieber selber Kuchen backen. Ist doch viel cooler. Bei dir? Nee. Bei mir? Mhm. Ja, wo willst du es sonst backen? Ja, ja, okay, nee. Ja. Wir gehen ins Café. Wir gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen aufgeregt sind bei mir. Die gucken die ganze Zeit weg, wenn ich sie anschaue. Ja, sie gucken uns an, weil sie mit uns reden auch. Also sie gucken wahrscheinlich oder ins Cam. Oh, sorry. Loki, ja. Loki macht euch so ein bisschen nervös. Ja.
War das Antwort genug? Was? Ich glaube schon. Nein, sie hat es nicht verstanden. Macht Bachelor euch nervös. Wir haben es verstanden. Nein, sie hat es nicht verstanden. Ach so. Ich bin nicht nervös. Die sind einfach aggressiv geworden. Hilfe. Okay, okay, ist der Bruder weiter? Ja. Ja, ey, wow. Typ Scheiß. Ich muss sagen, das ist eine Juicy-Folge, die mich seit langem, langem, langem wieder an meine Grenzen bringt. Ne? Die bringt mich wirklich an meine, ich glaube, die bringt mich wirklich an meine Grenzen, Chat. Ne? Typ Scheiße bei euch allen rein, Digga. Dieses Type Shit, ich kann es nicht mehr. Tasche, Tasche, Digga. Ah, das macht mich so sauer, Digga. Ihr stellt Fragen, ja? Ja. Perfekt. Und zwar, wie attraktiv findest du Füße? Oh. So juckt mich nicht. Also, ich appreciate so alles vom Körper mäßig, aber... Das heißt, du würdest die Füße deiner Freundin massieren? Safe. So, also, kommt drauf an, so mäßig. Wenn die so Reflex. Manchmal Type Shit so ein bisschen. Das macht sie richtig. Aber nur, wenn sie will, so, weißt du? Also, ich finde richtig verrückt. Ich finde Männer attraktiv, die Füße attraktiv finden. Also magst du, wenn ein Typ an deinen Zehen nuckelt und so shit? Ja, sie steht richtig drauf. Ja, wenn du clean bist, so, dann ja, aber... Safe. Ja, normal. Easy, easy. Ja, weiter. Weiter? Ja. Yeah. Gibst du dein Girl Princess Treatment? Wenn ja, wie? Sagen wir mal so, also wenn es dann auf eine Beziehung hinausläuft, dann auf jeden Fall. So Tür aufhalten, Blumen mitbringen und so. Da vorne in der ja, natürlich auch, in der Kennenlernphase, aber nicht so extra. Guck mal, Chat, Mo ist clever hier. Er hat mir eben 5 Giftsubs da gelassen, das heißt, ich kann ihn nicht roasten. Während die Kandidaten clever bei Reaction, die kommen einfach rein, die giften und hatte. Tränen, weißt du? Hey, was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Zwilling. Achtet ihr auf sowas? Ja. Ist der weiter, sagt er? Ja. Okay. Ja. Gibst du den nächsten? Ich glaub, Würdest du in der Kennenlernphase loyal sein oder würdest du währenddessen noch was mit anderen haben? Niemand. Fast eine Frage, Digga. Würdest du in der Kennenlernphase loyal sein? Nein. Ich würde weiter mit anderen, nein. Also schon loyal von anderen? Ja, 100%. Okay. Was ist der größte Upturn bei einer Frau für dich? Ungepflegtheit, würde ich sagen. Mhm. Und wie äußert sich das für dich? Also ich finde zum Beispiel gemachte Nägel wichtig, auch gemachte Fußnägel wichtig. Dein Girl, muss sie im Winter rasierte Beine haben? Boah, schwierige Frage. Wenn es jetzt meine Freundin ist, mit der ich auch wirklich so zusammenlebe und so, würde ich sagen, ja, schon. Ja, ja. Aber ich würde sie auch nicht übel nehmen, wenn es mal jetzt nicht so wäre. Also ich wäre jetzt niemand, der davon abgedacht. Das Ding ist, ich glaube sogar bei der Frage, die ist sogar unnötig, weil ich glaube Frauen selber, Chat, ich glaube Frauen selber fühlen sich unwohl mit Beinhaaren, oder bin ich dumm? Ja, oder so. Okay. Ich glaube, ich würde nein sagen. Also du bist nicht weiter, weil ich rasiere mir meine Beine im Winter nicht. I'm sorry. Ja, dann ist es doch vielleicht besser so. Ja. Ich glaube auch. Ja, easy, mein Preis. Trotzdem warst du stark. Wann hattest du zuletzt Sex, Bro? Zuletzt? Ja, zuletzt. Kennt ihr so Trockenphase? So. Na, aber nee, ist nicht so schlimm, so ich sag so 1,5 Monate. Aber ich fühle jetzt auch keinen. Netto nur der alte hier. Ich, Chat, bei mir ist es. Ich habe eine Durststrecke, Chat, mit der bin ich völlig zufrieden. Ich bin, wie gesagt, ich bin schöner alter Streamer. Ich hocke hier in meinem Zimmer, ich streame gerne für euch. Und für mich, ich bin völlig fein. Ich kann jetzt auch. Chat, wenn ich jetzt ein Jahr lang keinen Sex hätte, wäre völlig fein für mich, ne? Ohne Spaß. Länder. Trockenphase. Okay, stark, okay. Ja, ich kam davor aus einer Beziehung, oder deswegen. Ich gestern sagen, oder? Kerl! Ich wollte fragen, würdest du deine Freundin in einer Beziehung Bro nennen? Das ist schwere Frage, so kommt immer drauf. Nein, voll uncool. Vor allem, welche Energy man sich so gibt, aber eigentlich so, eigentlich nicht, das ist ein bisschen komisch, okay. Aber so, ja. Ja. Bist du eifersüchtig? So ein bisschen eifersüchtig, also ist immer so. Kann sein, Manuel, ja, hab ich auch gehört. Wärst du sauer, wenn deine Freundin einen besten Freund hätte? Ja, wäre uncool, ernst. Bist du Freund gay? Nein. Nö. Hat er eine Freundin? Nö, nicht unbedingt. Sieht er besser aus als er? Ja, unmöglich. So, <okay. lacht> Geht nicht so. Ah, passt so. Am Ende des Tages bin ich am Essen so. Deswegen. Oh! Hast du es nicht gecheckt? Am Ende des Tages bin ich der Person, der am Essen ist. Ja? Alter, der ist so. Egal. Weiter? Ja. Mats, habt ihr Clips gecheckt? Ich habe eine Frage, aber Kirschen oder Pfirsich? Wenn ihr versteht. Ach so. Persönlichkeitscheck. Okay. Was sagt ihr dazu? Ist gut, schlecht? Nein, raus. Das war eine andere Antwort. Oh. I'm sorry. Okay, Girls, ihr müsst jetzt mindestens 3 Typen rauswählen, okay? Also, wer soll als erster raus? Okay, wir sind.
dann gleichzeitig, was wir denken. Eins. Oh, was denken wir? Ich weiß, was wir denken. Okay. Lies dich selber. Ich weiß, dass wir das so gleich sagen werden. Okay, eins, zwei, drei, grüner Pulli. Oh! Auf Ansage, selbe Person ist insane. Oh! No! Ey, mein Bruder. Wieso? Ey, shout out am Bachelor, du. Erklärung. Schau, ihr seid alle so mäßig so weiter, deswegen. Keiner ist mehr wirklich so. Nicht unser Type oder so, sondern einfach. Ich war nur zu fresh. Ah, ich verstehe. Ja. Okay. Ja. Verständlich. Irgendwelche letzten Worte, mein Bruder? Ich bin Twitch-Partner und du nicht. Okay. Ich bin Twitch-Partner plus und du nicht. Sorry. Bitte, das war nur Spaß. Der Humble musste sein. Eins, zwei, drei. Schwarze Cap. Oh, Mo, schade. Bauchgefühl. Warum? Da war so weniger Ausstrahlung Energy. Da. Ja, Energy. Schade, Justin. War die letzte Kollektion wohl doch nicht so geil, dass du überzeugen konntest hier, die Chayas. Schade. Egal, Chat, er hat Peso, Mann. Genau, Hasso. Nein, Bro, alles gut. Ja? Mal schauen, dass du dabei warst, Bruder. Bist weit gekommen, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Ja, wir wissen, glaube ich, beide wieder dasselbe. Also wieder dasselbe? Wir haben einen sehr ähnlichen Type, deswegen. Ah ja? Okay, also wie? Eins, zwei, drei, blaue Cap. Netto Noah raus? Was? Nein. Wie konnten die den ganz rechts drin lassen, obwohl die gesagt hat, 7 von 10 und die eine hat den nicht mal gefeiert, hä? Nein. Das ist eine Robbery in meinen Augen. Also, komm mal her. Warum? Ich glaube, du hast ein bisschen zu junges Gesicht noch. Ja, sehr, sehr jung. Also, und ich glaube, wenn du deine Haare ein bisschen kürzer machen würdest, dann kommt dein Gesicht mehr zur Geltung, weil du hast Sommersprossen und die sind voll süß. Und wenn du deine Haare hier an der Seite ein bisschen kürzer machst und die Cap weglässt... Okay, ich muss schon mal mit dir. Die macht dir einfach zum Hund. Die macht mich zum Hund. Den Damen, wen würdest du mit nach Hause nehmen, würdest du entscheiden wollen? Ja, easy. Du hast nicht mal ihren Namen bemerkt. Na, excuse. Bruder, ja, ich glaube, zu Recht raus. Die kommen jetzt einzeln nochmal her. Er geht so auf ein Date mit dir in 1,5 Minuten, maximal 2 Minuten. Später müsst ihr euch aber einigen, wen ihr wollt, okay? Wenn ihr beide denselben wollt, müsst ihr euch irgendwie einigen. Ich hole einfach die Jungs mal rein, okay? Hallo. Hi. Wie geht's euch? Gut. Immer noch. Normal ein bisschen reinkommen. Dürfen wir dich was fragen? Ja, natürlich. Was ist dein Sternzeichen? Dürfen wir raten kurz? Sternzeichen sollen bei den rein. Ich sag erst Jungfrau. Fisch? Jungfrau? Loki. Also erstmal mein Sternzeichen ist so das Euro-Symbol, Widder. Lol. Also, ich weiß nicht. Was? Glaubt ihr so daran, so diese, wie hat man das, wie heißt das? Horoskop? Ja. Horoskop? Astrologie? Seid ihr so... Hada. Habt ihr auch so Bad Moms J? Was hört ihr so für Musik? Alles Mögliche eigentlich. Dieses Alles Mögliche, Digga, das ist eine Antwort, mit der kann ich nie leben, Chat. Ich mag, das ist so, für mich ist dieses Alles Mögliche, ist für mich so eine Antwort, ey, die ist nicht into Musik. Die fühlt nicht Musik, die hört nicht Musik, weil es Musik ist, sondern die hört einfach so alles, was gerade so läuft. Oh, Mann! Ich mag es überhaupt nicht. Sternzeichen so? Auch wieder. Ich bin Waage. Ja, ich habe euch auch so eingeschätzt. So. Ich wusste, dass du wieder bist. Wirklich. Jasper kann nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Ja, an meinem Tattoo. Ja, an meinem Tattoo. Okay, ich habe gedacht, das ist so für so dein Lieblingstier einfach. Also, ich habe die Verbindung zwischen uns so gespürt. Also, verstehe. Das ist das Feuer. Ja, genau. Das ist ein Feuerzeichen. Bro, ich habe eine Frage, was ist eigentlich dein Lieblingssnack? Ich mag so einen prallen, saftigen, pfirsich. Ey, Digga, es kann nicht wieder so weitergehen wie bei der letzten Folge da mit Ding, ne? Es geht nicht. Er hat Stimme im Kopf, Chat, ist official. Ich mag Salzstangen. Salzstangen mit Oberstar ist fresh auf jeden Fall, ja. Was ist das, Salzstangen mit Oberstar? Dein Time ist vorbei, ne? Hi, baby. Tschüss. Bye, bye. Es war interessant. Okay, guten Tag. Was ist dein Sternzeichen? Krebs. Oh, damn. Okay. Ja, das ist gut. Warst du ganz kurz, ist Krebs gut? Ja. Schon mal sehr sympathisch. Mhm. Wie stellst du dir dein erstes Date vor? Also wenn du eine Frau auf ein Date ausführen würdest, wohin würdest du dann gehen? Meiner Meinung nach
Schlittschuhlaufen gehen. Ja, Real das Talk. Ist cool. Ich meine, ich kann so Rollerblades fahren, aber... Digga, ich würde dann nur aufs Maul fallen, ne? Also, ich bin da so ein bisschen so... Ja, wie sagt man das? Tollpatschig mit, ne? Egal, das heißt, so egal. Ich habe es früher professionell gemacht. Ich nehme mich dann an der Anschluss? Hand. Und was machen wir im Anschluss? Gerade. Also, ich würde nicht mitkommen zum Schlittschuhlaufen. Okay, warum? Mir gefällt das nicht. Warum? Erste Date, teure Essen mit ihr, Chat, sonst geht nicht. Und du musst zahlen. Du kannst auch auf dem Schneemann fahren, so, du hältst dich fest und der fährt so rum. Ich weiß nicht, ich fahre ja Schlittschuhlaufen tatsächlich nicht so. Okay. Also ich würde da lieber in eine Therme oder so gehen tatsächlich. Was? Erste Date Therme? Digga, das machst du gefühlt nach einem Jahr Beziehung oder so. Erstes, Digga, Therme? What the fuck? Ey, das kann man ja danach machen. So heißes Wasser. Ne? Ja. Also Schlittschuhlaufen, dann holen wir erstmal Krebs, ganz wichtig. Ja, safe. Krebs oder aber irgendwas. Mit Nutella. So aber mit richtig viel Nutella. Ganz okay. Viel Nutella. Also Friends, ich habe eine Frage. Ja. Du siehst einen von denen auf der Straße, wie würdest du sie ansprechen? Ich glaube gar nicht, bin ich. Wisst ihr, wovor ich Angst hatte, als mein Kollege gesagt hat, dass man nackt ist in der Sauna? Weil ich dachte, man hat eigentlich Handtuch und so um, ne? Er hat gesagt, nein, man ist da nackt. Ich habe zu ihm gesagt, Digga, ich kann das nicht. Ich habe Angst. Ich habe gesagt, ich habe Angst, dass ich einen Steifen kriege, habe ich zu Michi gesagt. Ich so, Michi, ich habe Angst, dass ich einen Steifen kriege. Weil ich habe Angst vor Frauen, also ich gehe nicht so... Krebsmänner, ohne Witz. Ich hatte bei meiner Teilmassage durchgehend Ständer, ich hatte auch kurze Ständer, muss ich sagen. Also Krebsmänner. Ich denke mir so, schau mal, wie schön ihr ausschaut, ihr werdet bestimmt am Tag so fünfmal angesprochen oder so. Wenn ich jetzt zu euch hingehen würde, werdet ihr so bestimmt genervt, ich weiß aber nicht. Aber das denken die meisten Männer und das ist echt interessant, finde ich. Ich will dann halt respektvoll bleiben und euch nicht so stressen, halt, das ist mein Punkt. Aber dein Time ist auch schon vorbei. Okay. So. Okay, alles gut. Alright, gut. Danke. Wie fand ihr das Date? Gut? Ja, sehr gut. Ich wünsche dir viel Glück, mein Bruder, jetzt. Dankeschön, ich küsse dein Herz, ja? Sternzeichen? Ach, diese Sternzeichen sollen rektal, vertikal bei euch eingeführt werden. Zwilling? Zwilling. Okay. Ist das gut? Weißt du, ist dein Mondzeichen dein Aszendent? Ich glaube nicht. Das was? Aszendent, Digga! Oh, Mann! Kein Typ, kein Typ kennt sein Mondzeichen und sein Aszendent. Was bist du denn? Du weißt es, oder? Widder. Ja, ich bin Widder. Feuer. Feuer! Like, sind wir bei Avatar, Digga, und du bist die Feuernation, Junge. Was für ein Feuer, Junge? Was ist das? Ja, okay, Chat, ich bin Widder, ich bin, keine Ahnung, Erde, hä? Keine Ahnung davon. Hast du schon mal dein Girl betrogen? Was? Dein Girl oder deine Freundin? Ja, ich hab's heute. Nein. Würde ich nie. Nein, hab ich nicht, nein. Ich hab nicht. Red Flag? Ich bin loyal. Aber ein Zögern. Nein. Zögern, ganz klar. Diese in den Augen. Ganz klar. Diese Unsicherheit in den Augen. Guck mir die Augen lügig. Ich hab nie betrogen. Ich schwöre. Ab wann ist es loyal für dich? Flirten oder so. So, halt schon low-key shit so. Ja. Würdest du deinen Bart für mich wegrasieren? Na. Na. Stark. Dann wird's, glaube ich, nichts. Damn. Würdest du ins Gym gehen für mich? Fragt man doch auch nicht. Wenn wir auf ein Date gehen würden, wo würdest du hingehen wollen? Ich glaube, Essen. Ich finde Essen, ja. Sehr entspannt. Man kann sich unterhalten. Man sitzt gegenüber voneinander. Ja. Aber so nebeneinander könnte man auch? Oder lieber gegenüber? Ehrlich? Geil, weil schön kostenlos, ne? Gratis. Oh, schau das mal, Bachelor. Also wenn ich mit jemandem essen gehe, sitzt der gegenüber von mir und nicht neben mir. Ja, okay. Ja. Okay. Und hast du einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein. Und dann Loki, ich kann DJ sein so? Ich habe keinen Führerschein. Das ist eine Red Flag? Gerade, Digga, Essen ist tot beim Date, weil man nicht so viel reden kann. Ich check, was du meinst, deswegen war ich damals bei meinem ersten Date Kaffee trinken, als ich ein Date hatte. War entspannt, da redest du, ihr sitzt, ihr redet, auf entspannt, so auf Low-Key-Chat, Low-Key. So Low-Key-Chat, Low-Key. Bei Essen ist immer voll unangenehm, weil findet ihr das nicht auch unangenehm, wenn euch Leute beim Essen zugucken, die ihr nicht kennt? So, wenn jetzt zum Beispiel ich da sitze mit einer, mit der ich noch nie so zu tun hatte und ich muss sowas, ich fühle mich sehr, es ist mir unangenehm zu essen. Es ist mir unangenehm zu essen, checkt ihr? Nein. Warum denn? Keine Ahnung. Ich bin dabei. Nein. So. Nein. Ist nur eine Frage der Zeit mäßig. Nein. Ist schon in Ordnung. Wäre jetzt nicht so schlimm. Jungs, erstmal Congrats, dass ihr bis zur Finale geschafft habt. Double ist ja die Jungs in den Chat, bro. Ich sag die Picken Prince, Chat. Ich sag die Picken Prince. Wer ist euer Gewinner? Zählt die Runde? Okay. Du. 3, 2, 1. Pink. Was? Die eine hat Jasper gesagt, die andere hat Prince gesagt. Grün, ey, hola, ey, erstmal, Bruder, wollte schon, dass du mitgemacht hast. Keiner hat dich leider gewotet, so. Ey, aber. Ach so, sehr, sehr stark, Mann. Shoutouts an Bachelor, Shoutouts an Prince, Shoutouts an nicht Bachelor, ich meine Jasper, sorry. Hä, wie cringe ist er denn, Junge? Aber ich küsse dein Herz, ja. Ey, Mann. Bro, ich war gut dabei zu sein. Ja, ich, Bruder, Wanda, du bist Finale. Geschafft. Weißt du, du warst Top 3. Stark. Ey, erstmal Daumen nach meinem Bruder. So, weißt du, was ich meine? Ey, go hug your girl, bro. Ey, W's, for real, GG's, W's. Komm mal her, Mann.
Oh. Wenn ich so aussuchen müsste, hätte ich auch genommen. Ich Guten Tag. Guten Tag. Sag mal nicht Jazz. Okay. Nein, das ist ganz schlimm. Was aber Jazz klingt ein bisschen cooler. War das so? Kann ich nicht Jasper nennen? Achso, ich komme aus Ulm. Das ist eigentlich Ulm. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like und fucking Follow da. W-Uzi, Mann. Seht ihr sogar, die fühlen sich wirklich, die talken, seht ihr gerade? Die achten nicht mal mehr auf uns. Das sind für die unsichtbar. So stehe ich im Club und so an der Ecke, ich gucke so, was geht nach. Ja. Also wie gesagt, ich fand das Video deutlich besser als die Videos davor, Yussi. Ich fand das Video deutlich besser als zum Beispiel das 10 Jungs Speeddate Video. Deutlich besser. War viel, aber Bruder, wie gesagt, die Jungs sind, also da sind wieder ein paar Baustellen dabei, ist ja ehrlich. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo, da checkt auch gerne das Originalvideo von Yussi ab. Und kommt gerne in die Streams, Freunde. Thumbs up, wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann rein.